Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Review. Und zwar geht es in dieser Review um das Carbonium iPhone 5 Case von Quadocta. Das Case gibt es exklusiv auf der Quadocta Website. Ich habe es als ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk gestern bekommen und dachte, deswegen mache ich heute für euch diese Review dazu, weil es wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Case ist und ein Case, was dem iPhone 5 nochmal ein extra Ticken Stil verleiht. Das Carbonium Case ist aus einer Mischung aus Carbonfasern und Plastikelementen gemacht worden. Dadurch ist es natürlich extrem leicht, allerdings auch extrem robust, gerade durch die Carbon-Elemente. Wer weiß, was Carbon ist, es ist ein ultra robustes Leichtmetall. Es sind schöne Fasern, die auch eine schöne Optik haben. Wir sehen hier das Carbonium Case einmal von der Rückseite und hier sieht man diese wunderbar edle Optik. In der Seite hat man wunderbar auch noch diese Carbonium-Optik übertragen und eingefasst. Dadurch hat man natürlich auch einen ganz besonderen Stil hier entwickelt. Diese Mischung zwischen Carbon und zwischen dem silbergrau gehaltenen Plastik ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Von der Innenseite her auch sehr schön. Man hat hier wirklich auf hochwertige Materialien gesetzt. Das merkt man insbesondere, wenn man es anfasst. Und es ist, wie gesagt, ultra leicht, was natürlich extrem wichtig ist. Das war auch meine größte Sorge beim iPhone 5, dass man das Gewicht dadurch verstärkt. Aber mit diesem Case braucht man wirklich keine Sorgen zu haben. Das Case ist sowas von leicht. Da passiert wirklich gar nichts. Wenn man das iPhone 5 jetzt einfasst in dieses Carbonium Case, dann sieht es folgendermaßen aus. Ich werde es euch kurz einmal demonstrieren. Einfach kurz einklicken und schon ist das Ganze fertig. Geht recht schnell und recht problemfrei. Man hat hier eine leichte Overlay-Optik, heißt, man hat ein leichtes Overlay-Design. Der Rand ist ein wenig höher als das Display. Hat den Vorteil, wenn man es jetzt auf die Seite legt, mit dem Display nach unten, zerkratzt das Display nicht, dadurch, dass man natürlich noch etwas Abstand durch den abstehenden Rand hat. Ansonsten passt das iPhone wirklich perfekt in das Case hinein. Man sieht es hier von allen Seiten und es verleiht wirklich dem iPhone einen ganz besonderen, edlen Stil. Gerade wenn man irgendwie eine schwarze Hose trägt oder es zu etwas edleren Anlässen mitnimmt, dann hat dieses Case auf jeden Fall nur Vorteile. Hier sieht man es nochmal und man sieht wirklich, es passt perfekt hinein. Die Aussparung für lauter, leiser und natürlich auch die Aussparung für die Kamera auf der Rückseite sind wirklich perfekt. Man hat hier auch keine Kollision mit dem Blitz, bedeutet, man hat hier einen Blitz, der wirklich sauber ausgeführt wird, der nicht abgelenkt wird und dadurch ist das Case natürlich sehr, sehr gut. Ich persönlich kann natürlich jetzt nur was zur Langzeiterfahrung von einem Tag sagen. Für einen Tag bringt dieses Case schon mal unheimlich viel. Man hat durch dieses Case wirklich keine Einbußen, was die Dicke betrifft, was das Gewicht betrifft und ich finde es sogar sehr, sehr schön mit dem Case das iPhone zu betrachten. Man hat hier wirklich ein edles Case und ein sehr robustes Case, weshalb ich dieses Case momentan favorisiere und ich werde natürlich auch noch einen Langzeittest dazu durchführen. Das machen wir so ungefähr in einem halben Jahr und dann gucken wir uns an, wie die Gebrauchsspuren nach dem Langzeitgebrauch an dem Case sind. Wenn ihr Fragen habt zum Quadocta Case, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ich werde natürlich versuchen, wie immer alles zu beantworten. Bis dahin hoffe ich, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auf meine Facebook-Seite geht. Das ist der erste Link dort unten in der Videobeschreibung. Dort einmal draufklickt und dort auf Gefällt mir geht, dann könnt ihr mir mitbestimmen, was als nächstes Video rauskommen soll und ihr bekommt immer die allerneuesten News von mir. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Video. Peace.